Lasst uns als Freiberufler nach der Krise jetzt mal Klartext über Geld reden. Gerade jetzt, wo alle von einem Virus eiskalt auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, hat sich mehr als deutlich gezeigt, dass die marktüblichen Preise, die für Freelancer und freie Mitarbeiter in vielen Branchen jahrelang gezahlt worden sind, ein riesiges Problem darstellen und du damit schneller in die Grundsicherung bzw. in Hartz IV abrutschen kannst, als du Corona sagen kannst. Wie viel musst du als Freiberufler mindestens im Monat verdienen, zum Beispiel in Berlin, in München, in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, damit du besser dran bist als mit der Grundsicherung bzw. mit Hartz IV? Ja, was bedeutet das für deinen Tagessatz, für deinen Stundensatz? Wo müsste dir denn ungefähr liegen, damit dir so ein Engpass wie durch diesen plötzlichen Lockdown nicht wieder der Arsch auf Grundeis geht, wie man so schön sagt? Wie viel Netto vom Brutto bleibt mir als Freiberufler von meinem Umsatz durchschnittlich zum Leben übrig? Und was sagen Berufsverbände wie zum Beispiel der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, der VGSD, zur übermäßig hohen Steuerbelastung für Solo-Selbstständige? Ich hoffe, dich hat es in der Krise nicht so hart erwischt wie viele deine Kollegen und so, dass du Grundsicherung beantragen musstest. Ob du jedoch in einer defizitären Branche arbeitest, in der es allerhöchste Zeit ist, die Honorare und Preise nach Jahren massiv nach oben zu korrigieren, so wie jetzt auch die Hotels und die Gaststätten ihre Preise um 30-40% angezogen haben, das erfährst du in einem Vortrag, den ich zum Thema Solo-Selbstständig ist gleich Hartz IV vor ein paar Jahren an der HFF München, der Hochschule für Fernsehen und Film, gehalten habe. Glücklicherweise wurde der damals aufgezeichnet und weil das Thema gerade jetzt aktueller denn je ist, habe ich dir die drei Teile des Vortrags hier nochmal in voller Länge auf meinen YouTube-Kanal gestellt, damit du dir das Ganze anschauen und jetzt nach der Krise die richtigen Schritte einleiten kannst, um solche finanziellen Desaster und Existenzängste in Zukunft zu vermeiden. Also los geht's mit dem ersten Teil von Lass uns auch mal über Geld reden. Die Verbände sind ja jetzt ja gerade ziemlich aktiv, mal die Menschen darauf hinzuweisen, dass wenn hier nicht irgendwie eine gewisse Solidarität herrscht, auch was die Gagensituation betrifft, dass wir uns da einfach irgendwie selbst das Wasser alle abgraben. Und insofern schön, dass doch so viele da sind, noch nach einem ermüdend langen Tag. Und ich würde sagen, ich übergebe dir einfach das Wort. Danke. Danke, Katrin. Ja, herzlich willkommen zu unserem Slot abseits der Technik und dem ganzen Codec oder Lutz- und Gamma-Kurven-Themen. Lasst uns auch mal über Geld reden. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, wir lieben alle unseren Job, das ist mir klar. Ja, aber am Ende muss auch was hängen bleiben daran oder davon. Und weil die meisten kennen mich ja schon vom Kurs. Also ich bin Stefan Weiß und ich bin Chef. Ja, nämlich ich bin mein eigener Chef. Das ist super, weil jetzt muss ich keinen Urlaubsantrag mehr ausfüllen. Ich kann einfach absegnen und ich kann losfahren. Ja, das einzige Nachteil ist natürlich dabei, jetzt muss ich mich auch selber bezahlen. Und zwar das ganze Jahr. Was auch noch ein bisschen blöd ist, dadurch, dass ich jetzt keinen Chef mehr habe, bleibt auch viel Arbeit liegen. Das heißt, ich muss die Arbeit meines Chefs auch mitmachen. Ja, es kümmert sich ja keiner mehr darum, dass ich Arbeit habe. Ich muss mich jetzt selber drum kümmern. Aber das Tolle ist ja, wenn man Chef ist, dann hat man auch eine ganz andere Gehaltsklasse. Ja, also Chefs verdienen ja relativ viel, ja, so sechsstellig ist da schon drin. Gut, dafür ist man bereit, auch mal ein bisschen mehr zu investieren, ein bisschen länger zu arbeiten, vielleicht auch zwei Jobs zu machen, ja, weil viel Geld, viel Einsatz ist schon okay. Ja, also von dem her ist es eigentlich gar nicht schlecht, Chef zu sein. Wer von euch, mal Handzeichen, ist denn auf Rechnungssteller unterwegs? Das heißt, wer arbeitet ausschließlich auf Rechnung, Handzeichen? Das heißt, wir haben jetzt hier so, ja, knapp die Hälfte, würde ich jetzt mal schauen. Ein bisschen über die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja? Wer ist denn ausschließlich auf Lohnsteuerkarte tageweise beschäftigt? Gibt es hier jemanden? Keinen. Gut, dann ist der Tag heute genau richtig für uns. Wer ist denn Hybridmodellbetreiber? Also der sowohl als Lohnsteuerbeschäftigung hat, ein bisschen hier ab und zu mal. Okay, also es ist eine verschwindete Minderheit. Gut, das heißt, ihr seid auch alle Chefs. Das ist schön. Ja? Herzlich willkommen im Kreis der Chefs. Wer hat denn dann von euch, so mal um Handzeichen, wer macht im Jahr mehr als sechsstelligen Umsatz, 100.000 plus? Einer. Darf ich fragen, was du machst? Bist du Produzent? Fotograf. Fotograf, okay. Okay, das ist gut. Das heißt also, wir haben hier einen Chef, der entsprechend auch verdient. Was ist mit euch? Ja, ja, das ist ja klar. Ich bin ja auch Chef. Ja. Umsatz, genau, Umsatz. Das heißt noch nicht Verdienst. Danke für den Einwurf. Ja, aber wovon leben denn dann die anderen? Wovon lebt ihr denn?
Egal, wir kommen da gleich drauf zurück. Vorweg noch eine gute Nachricht. Chefs sind ja eher auch Leute, die mit Geld so zu tun haben. Sie kümmern sich um Jobs, sie müssen Aufträge, Gewinne erwirtschaften. Das heißt, sie haben auch irgendwann Gewinne und davon investieren sie. Dann holen sie sich irgendwie eine Immobilie oder vielleicht eine Altersvorsorge, irgend sowas. Ja. Und die gute Nachricht für Chefs ist heute, habe ich letztens zufällig vor ein paar Tagen in den Nachrichten entdeckt, die gute Nachricht für Chefs ist, die Immobilienpreise sind gestiegen. Ja, also hier München, kreisfreie Stadt, plus 81% in den letzten 11 Jahren. Ist das nicht cool? Also wenn ich jetzt eine Immobilie habe, boah, hat sich schon rentiert, hier zu wohnen. Gut, das ist die Gesamtübersicht über Deutschland. Also es ist eine Studie aktuell aus dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und da steht, dass in 3/4 der Städte und Landkreise sind die Preise angestiegen. Also jetzt in dem Fall hier ganz Deutschland. Die Preise stiegen in der letzten Dekade, 10-Jahres-Zeitraum, durchschnittlich um 21,5%. Die bereits teureren Regionen sind auch die dynamischsten. Also wir sind hier in einem super Wachstumsmarkt für Immobilienbesitzer, weil es kann nur noch aufwärts gehen. Ja, es ist der Wahnsinn. Übrigens im Landkreis außerhalb von München, das wäre jetzt hier umliegende Landkreise, ist die Steigerung immerhin noch 60% plus. Berlin hat nachgezogen, ist ein bisschen schwierig, ja, Berlin 75,7%, Hamburg, sogar Hamburg überholt. Ja, also wer letztens mal in Berlin war, der hat schon gemerkt, okay, da kostet die Pizza sogar mehr als in München. Ja, und das bei der hohen Arbeitslosenrate da oben. Das war da so bei den Hackischen Höfen. Da gibt es ziemlich viel, was extrem teuer war. War ich ganz überrascht. Na gut. Ja, es wohnt nicht jeder bei den Hackischen Höfen. Ich verstehe das schon. Ja. Wohnt auch nicht jeder in Bogenhausen. Hier sind die, kurz mal zu sehen, München 81,4% in den letzten 12 Jahren. Berlin nachgezogen. Hamburg 68% plus. Selbst Frankfurt haben wir überholt. Die Bankenmetropole 54,2% Steigerung gegenüber 80. Dabei hätten die doch eigentlich im Bankenwesen noch ganz gute Boni. Ja, gut. Minus hat zum Beispiel, haben die alten Bundesländer gemacht, Gera mit minus 19%. Also wer so noch Immobilien sucht, ja, Gera ist gerade so voll das Schnäppchen. Und dann ist mir noch was anderes über den Weg gelaufen. Das ist hier kürzlich, 13. März, ein Artikel aus der Welt. Weniger als Hartz IV. Berliner Polizisten zählen zu den Beamten mit dem schlechtesten Gehalt. Es gibt wenig guten Nachwuchs, die Korruptionsgefahr wächst. Nun ziehen einige sogar vor das Verwaltungsgericht. Ich zitiere mal einen Teil aus dem Artikel. Hier verfügbares Nettoeinkommen, ich habe es auch rausgeschrieben für euch. Ein Beamter der untersten Besoldungsgruppe A4 verdiene netto sogar weniger als ein vergleichbarer Hartz-IV-Empfänger. Es gäbe nicht wenige Kollegen, die sich mit Zusatzstopps über Wasser halten müssten, weil der Beamtensold zum Leben nicht reicht. Ein Beispiel, ein 30-jähriger Beamter der Besoldungsgruppe A4 Stufe 2 lebt mit seiner nicht berufstätigen Frau und 2 Kindern zusammen in Berlin. Sein tatsächliches verfügbares Nettogehalt pro Jahr beträgt 22.758,24 Euro. Und würde er stattdessen Hartz IV beziehen, wären es laut den Berechnungen für die ganzen Zuschüsse, für die Kinder und so weiter, ganze 24.254 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frau Kaiser auf diese Summe gekommen ist. Ja? Aber Fakt ist, ich gehe davon aus, sie hat es recherchiert und es gibt dazu auch belastbare Quellen. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm, weil ich bin kein Polizist, ich bin ja Chef. Also was mir dann ein bisschen Sorgen macht, wäre dann zum Beispiel, dass wenn die Polizisten für den Staat oder für die Stadt arbeiten und für unsere Sicherheit sorgen, also für meine Sicherheit als Chef sorgen sollen, dann würde mir das Angst machen, wenn ich weiß, dass sie weniger verdienen, als wenn sie nichts tun würden. Das heißt, wenn sie trotzdem den Job machen wollen, weil sie ihn lieben und uns schützen wollen oder auch für Recht und Ordnung sorgen wollen, sich bespucken lassen müssen von irgendwelchen Leuten, sich verprügeln lassen müssen, alles diese Sachen, die so in diesen heutigen Tagen so passieren, ja, zu tollen Einsätzen gerufen werden, wo es vielleicht auch mal schief gehen kann. Ja, dann kann ich schon verstehen, ja, wenn ein Polizist auch mal für ein kleines Handtaschengeld vielleicht nicht genauso ganz genau hinguckt. Und das öffnet natürlich eine gefährliche Tür für Korruption, die ja nicht
unwichtig ist, auch für die allgemeine Sicherheit. Und was mich aber mehr interessiert hat, war einfach diese Zahl hier, 24.254 Euro. Und ich habe mir dann mal diese Zahl genommen und habe mir gedacht, wie schaut das denn aus in der Medienbranche? Ja, es gibt viele, die sind, ja, wir haben ja hier einige Beispiele von mehr als sechsstelligem Umsatz. Ja, vielleicht leider nur einer, aber was machen die anderen? Wie schaut's aus? Wir haben die Gagendiskussion, habt ihr mitbekommen, vielleicht die eine oder andere ist im Verband, Kamera, Schnitt, Maske, wo auch immer, ja, oder vielleicht auch als Grafiker unterwegs. Also jeder kreative Selbstständige in Deutschland hat ja das gleiche Problem. Er muss irgendwie einen Umsatz schaffen. Und am Ende bleibt ihm ein Nettoverdienst übrig. Also abzüglich der ganzen Betriebsausgaben, der Steuern, der Sozialversicherung, die man selber versichert, Rentenvorsorge, Insolvenzrücklagen, da kann ich noch eine ganze Weile aufzählen und das machen wir dann auch in diesem Seminar immer. Also wir haben ja so ein Zweitagesseminar, in dem wir das komplett durchklopfen an den eigenen Zahlen. Wir setzen uns hin zusammen, jeder mit seinen Zahlen, klopft seinen ganzen Businessplan ab, rechnen Sachen aus, Auslastungen und am Ende wird noch gecoacht und wir reden auch drüber, was kann man denn tun, wenn der Partner sagt oder der Verhandlungspartner, wir haben nicht mehr, der Sender zahlt uns nicht, das ist so ein beliebtes Beispiel. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, das wird dann besprochen. Aber nur, um da jetzt zurückzukommen, am Ende geht es darum, dass wir ein Netto haben, das Netto, das nicht zu verwechseln ist mit dem Netto eines Festangestellten. Ja? Ein Festangestellter hat sein Bruttogehalt und es kriegt Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile abgezogen. Die Arbeitgeberanteile sieht er nicht, die Arbeitnehmeranteile sind 50%, die werden abgezogen. Am Ende bleibt ihm ein Netto übrig. Das kann er auf den Kopf hauen. Davon kann er seine Miete bezahlen, was auch immer. Wie bei uns ist es so, wir haben Betriebsausgaben, am Ende haben wir einen betrieblichen Gewinn und von diesem betrieblichen Gewinn müssen wir dann unsere Einkommensteuer zahlen und, und. Und am Ende bleibt uns auch irgendwann mal ein Nettobetrag übrig. Das nennt man dann, wie nennt man das in betriebswirtschaftlicher Sprache? Vielleicht weißt du es. Wer weiß es? Liquiditätsüberschuss. Jetzt geht es darum, der Angestellte bezahlt ja aus dem Netto auch alle seine Sachen. Der hat am Ende vielleicht auch noch einen Liquiditätsüberschuss. Das ist dann das, was ein Sparschwein steckt. Und deswegen interessiert mich, aus betriebswirtschaftlicher Seite interessiert mich dann der Betrag, der bei einem Selbstständigen nach Abzug aller Steuern, aller sozialer Abgaben, die er zu leisten hat, der Restbetrag, den er zum Leben verwenden kann. Das ist dann gleichzusetzen ungefähr mit diesen 2.000 Euro pro Monat. Und dazu habe ich auch einen interessanten Artikel gefunden, beziehungsweise gefunden nicht, der ist veröffentlicht auf der Seite des Verbandes oder Vereins der selbstständigen Gründer Deutschlands, der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, VGSD, vielleicht kennt den jemand, das ist ein Dr. Andreas Lutz, der den gegründet hat, sehr engagiert hier in München mit Aufklärung, mit Schulungen, mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen, mit Gründungszuschuss, all diese Fragen betreut er. Und witzigerweise hat sich der auch selbstständig gemacht mit genau diesem Geschäftsmodell. Ja, also er hat sich selbstständig gemacht und berät jetzt Leute, wie sie selbstständig werden. Und dabei hat er eine Rechnung aufgemacht, die möchte ich mal kurz vorlesen. Mit 50.000 Euro Jahresgewinn zahlt man als Alleinstehender in den alten Bundesländern schon fast den Spitzensteuersatz. Das heißt, Jahresgewinn ist Betriebsumsatz, also alle Einnahmen, minus eure Ausgaben für eure Anschaffungen, Investitionen, Geräte und so weiter, also Büromaterial, Büromiete. Bleibt am Ende eben der betriebliche Gewinn übrig, von dem wir dann unser Leben bezahlen, Alterssicherung betreiben. Und dieser 50.000 Euro Jahresgewinn, bei diesem, wenn man den zu versteuern hat, beim Finanzamt, zahlt man als Alleinstehender ohne Vergünstigungen in den alten Bundesländern, wie gesagt, fast schon den Spitzensteuersatz, genauer gesagt 40,4% Einkommensteuer. 2,2% Solidaritätszuschlag und 3,6% Kirchensteuer. Falls man in der Kirche ist, kann man das sparen und in Urlaub fahren dafür. In Summe beträgt die Grenzsteuerbelastung 46,2%. Zugleich liegt man aber noch unter den Bemessungsgrenzen und muss als selbstständiger Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil beides tragen. 16,4% für die Krankenversicherung, 2,6% für die Pflegeversicherung und wer weiß es, wie viel Prozent für die Rentenversicherung? 18,7%. Da war jemand in meinem Seminar? Ja, okay. In Summe 35,9%. Hinzu kommen noch die Arbeitslosenversicherung und die Zuschläge zur Krankenversicherung. Nur ein Teil der Vorsorgeaufwendungen ist steuerlich absetzbar, sodass die Belastung noch immer erdrückend hoch ist, und zwar 54,2% des Einkommens würden theoretisch abgezogen, die Grenzbelastung läge sogar bei 62,2%. Das heißt, von 4.100 Euro pro Monat bleiben unterm Strich 1.900 Euro. Wenn man also einen zusätzlichen Auftrag annimmt,
mit dem man einen Reingewinn von 1.000 Euro erzielt, bleiben einem davon gerade einmal 378 Euro. Die ganzen Zahlen, die ich euch jetzt genannt habe, die werdet ihr euch nicht merken und die werdet ihr euch auch nicht merken müssen. Die werdet ihr als Selbstständige eigentlich beherrschen müssen. Aber ist auch egal. Mich interessiert die letzte Zahl von 378 Euro. Und daraus leiten wir mal eine Rechnung ab. Wir nehmen einen Reingewinn von 1.000 Euro. Das kann man nach oben skalieren, soweit man möchte. Und diesen Reingewinn, von denen bleiben uns nach seiner Rechnung 378 Euro übrig. In Prozent 37,8% von dem, was ich verdiene, also was ich in Rechnung stelle. Runden wir das auf, damit es sich leichter rechnet, auf 40%. Also 400 Euro bleiben mir übrig, weil ich kann ja vielleicht auch ein bisschen sparen, ich fahre nicht das größte Auto oder. Gibt noch Raum nach oben zur Gestaltung. Ja, dann runden wir gleichzeitig auch ab, um ein Range zu bekommen, nämlich, dass ich es auch leicht rechne, 33,3%, sodass wir zwischen diesen beiden Bereichen liegen würden und sagen grob, wenn ein Selbstständiger auf Rechnung diese Summe verdient, dann bleiben ihm zwischen 33,3% und 40% zum Leben übrig, von denen er seine Kosten zahlen kann. Und damit sich das auch leicht rechnet, sagen wir mal, naja, 400 Euro bleiben übrig, 2,5 mal mehr oder dreimal. Ja, das heißt ein Drittel oder eben diese Summe im Kehrwert. Merken wir uns die Summe 2,5 und 3,0, weil dann ist das Ganze auch gut nachvollziehbar. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich 300 Euro haben möchte oder 400 Euro, muss ich 2,5 mal mehr verdienen, also auf der Rechnung haben, damit mir die 400 Euro am Ende auch bleiben. Also aus Sicht des Unternehmers geht es ja immer darum, was will ich am Ende raus haben und wie viel muss ich dafür ranschaffen abzüglich meiner Ausgaben, damit ich am Ende diese 400 Euro habe oder die 333. Und wenn ich 333 haben möchte, dann muss ich sagen, dann muss ich dreimal mehr verdienen, damit ich am Ende diese 333 Euro bekomme oder für mich zum Ausgeben habe. Davor gehen ja weg meine Rentenversicherung, meine Einkommensteuer. Also da ist ja auch schon meine Altersvorsorge abgezogen. Da ist auch schon, ja, was ist noch abgezogen? Also die gesetzlichen Sozialversicherungen von knapp 40% plus eine Einkommensteuer. Ja, das war es dann auch schon. Da ist nicht mehr so viel abgezogen worden. Die durchschnittlichen Konsumausgaben, dafür wird mich der Sebastian wieder hassen, weil er sagt, Mensch, das ist ja von 2013, jetzt kommst du wieder daher mit diesem blöden Statistischen Bundesamt. Das sind ja Konsumwerte, die sind ja fernab von jeglicher Realität inzwischen. Ja, das ist richtig. Die Preise sind inzwischen viel höher. Das nächste ist, das sind Durchschnittswerte aus ganz Deutschland. Ich übersetze das mal. Ein Single-Haushalt gibt durchschnittlich in Deutschland oder gab 2013 durchschnittlich 1.550 Euro aus für Kleidung, Miete, Benzin, Lebensmittel, Hygieneartikel, Hobby, Sport, Spiel, Spaß, Familie. Wobei Familie hat er ja nicht. Er hat ja nur einen Hund. Gut, aber der frisst Hundefutter. Tierarzt, genau, und nicht unerhebliche Kosten. Ja, Hundesteuer auch noch, Katze wäre billiger. Ja. Okay, so, jetzt kommt es aber, ich habe ja Familie gesagt, eine Familie mit 4 Köpfen braucht theoretisch im Monat 3.400 oder brauchte 3.426 Euro, aber 2013. Jetzt ist die Frage, ist hier jemand im Raum, der eine 2 Kinder hat, Familienvater oder Mutter ist und diese Zahl bestätigen oder nicht bestätigen kann? Deutlich mehr. Wie viel denn? Sag mal eine Zahl. 4.000. Keine Ahnung, in München kostet die Miete 2.000. Dann kannst du den Rest ausrechnen. Du hast ein Auto. Ich zahle 900 Euro Miete. Warm. Aber mit 2 Autos, Frau, 2 Kindern, eine studiert schon. Mein Cashflow, den ich im Monat bedienen muss, netto liegt bei 4.500 Euro. Also ein Tausender mehr, als hier steht, oder? Okay. Gut, also das heißt, wir haben hier keine Werte, die irreal sind. Jetzt ist er nicht in München. Dann kämen vielleicht andere Kosten noch, wie er sagt, für die Miete dazu. Wie auch immer, vielleicht hat er ja auch schon eine Immobilie. Das weiß man ja alles nicht. Muss man dann aber auch abzahlen, eine Immobilie. Ja, und das Blöde ist, als Selbstständiger, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, war schon jemand mal bei der Bank und hat einen Immobilienkredit beantragt? Ja? Seid ihr überhaupt reingekommen? Oder haben die gesagt, nee, sie sind selbstständig. Ah, nee, da haben wir keine Zeit gerade. Oder wer war wirklich schon mal drin? Was ist die Antwort? Ja, was hast du bekommen? Ein Kredit. Hast du ihn gekriegt?
Gut, dann lag es daran, dass du eine solide Kalkulation vorweisen konntest, die über 36 oder 30 Jahre tragfähig war, nachvollziehbar, deine Umsätze haben gestimmt und vielleicht hast du auch genug Eigenkapital mitgebracht. Dann ist die Bank durchaus bereit zu sagen, das können wir riskieren. Aber wer weiß, ob du in 10 Jahren noch einen Job hast. Wir werden sehen. So, also, 3.400 Euro ist jetzt mal die untere Grenze und würde ich die Rechnung von dem Herrn Dr. Andreas Lutz aufmachen, dann würde ich sagen, um diese Summe zu bekommen, muss er 2,5 mal mehr verdienen, damit er diese Summe raus hat, nach allen Abzügen. Und er hält sich auch an die gesetzlichen Regelungen und nimmt auch genug für die Rente zurück und für die Krankenversicherung. Also er macht es schon so in den 40%-Werten. Er ist da auch sehr solide und diszipliniert. Dann müsste er im Monat 3.400 Euro umsetzen, damit er das hat. Oder wenn er dreimal mehr haben will, ja, dreimal mehr, so drei, dann 4.600. Bei der Familie, da wird es dann schon wieder mehr. Würde ich das mal 2,5 und 3 rechnen, kommen wir auf diese Summe. Jetzt sagt jemand, ja, aber die Familie braucht ja deswegen nicht irgendwie 10.000 Euro oder so. Problem ist die Prozentzahl. Die Prozentzahl wächst, der Prozentwert wächst mit dem Grundwert. Proportional. Also wenn ich mehr Steuern, nee, andersrum, wenn ich mehr verdiene, muss ich auch exorbitant mehr Steuern zahlen. Ja, ist vielleicht den einen oder anderen schon mal aufgefallen, wenn man am Ende des Jahres auf einmal nochmal eine Nachzahlung kriegt oder so, weil man sich denkt, das gibt's ja nicht, aber im letzten 2 Monaten habe ich nochmal ein bisschen Umsatz gemacht. Auf einmal rutscht man drüber und dann ist es schon gewesen. So, also diese Summen müsste man umsetzen. Wer setzt 10.000 Euro im Monat um? 12 Monate im Jahr. 10 Jahre am Stück. Ich lege da mal was dagegen. 2021,17 Euro, Hartz IV, Berlin, vierköpfige Familie, nicht berufstätig, Stand 2017. Das ist der Wert, der sich ergeben hat aus der Summe, die vorhin in der Zeitung stand, diese 24.000 Euro, die er bekäme, weil er 2 Kinder hat, nicht berufstätige Frau, in Berlin mit den ganzen Zuschüssen, durch 12 geteilt. So, das heißt, das kriegt der. Wäre natürlich schön, wenn es der Single-Haushalt auch kriegen würde, für den Familienkopf reicht es nicht, hier. Gut, wie kommt er dahin? Mindestumsatz pro Jahr als Selbstständiger. Wenn wir die Summen von vorher nehmen und sagen, wir haben hier die 1.550 Euro mal 12, weil der muss das ja jeden Monat haben, dann braucht er im Jahr 18.600 Euro, der Single. Und die vierköpfige Familie bräuchte mit den 3.400 Euro, wobei wir jetzt wissen, dass es eigentlich mehr sein müsste, nämlich 4.000 bis 4.500 Euro, ungefähr 41.000 Euro, um diese Kosten zu decken, die nur die Konsumausgaben betreffen und nicht für Luxus und Urlaub und sonstigen Kram noch draufgehen. In der Mitte wäre der Hartz-IV-Satz, den man bekommen könnte. Gut, der Einzelne braucht nicht mehr als eine vierköpfige Familie, bloß der muss arbeiten, dass er das kriegt und der andere nicht. Also er lebt theoretisch unterm Hartz-IV-Niveau, aber es ist nicht vergleichbar, weil das eine ist ein Single und das andere ist ja eine Berechnung auf eine Familie. Er müsste mal 2,5 mal 3 46.500 bis 55.800 Euro umsetzen. Also lasst mal die Zahlen nicht so an die Wand knallen und sagen, das ist absolut. Das ist ein Range, den man so von bis nehmen kann. Jeder hat eine individuelle Situation, jeder hat andere Vorlieben und andere Einsparungspotenziale, manche haben einen anderen Lebensstil. Also das sind einfach ein Range, in dem man sich mal grob orientiert, weil wir als Selbstständige ja so wahnsinnig fit mit Zahlen sind. Wir sind ja kreativ, wir können total gut mit Zahlen umgehen. Und deswegen bucht man ja auch uns für den Film und nicht den Produktionsleiter, weil der kann ja nur rechnen. Ja? Wir können ja richtig kreativ mit den Zahlen umgehen. Deswegen wollen wir natürlich auch dabei sein. Also hier, leichter zu rechnen sind 2,5 und 3. Das schaffen wir auch mit dem Handy. Bei der vierköpfigen Familie würde das bedeuten, wir kommen auf Summen von 100.000 bis 120.000 Euro Umsatz, was ja bestätigt wurde. Ja. Nach den Werten von 2013, die muss man natürlich korrigieren, wenn man die heutigen Werte und die letzten Steigerungen der Immobilienpreise, Wohnpreise etc. annimmt. Und ich kann den aktuellen Wert vom letzten Jahr sagen. Im letzten Jahr, ratet mal, wie im letzten Jahr im Bereich München die Preise nur in einem Jahr gestiegen sind, von diesen 81%. Wer weiß es? Circa 8%. Nur in einem Jahr. Gut, würden wir das hochrechnen von dem Hartz-IV-Satz? Und einmal mal sagen, gehen wir davon aus, wir wollen zum Hartz-IV, eine vierköpfige Familie, unsere Beispiele sind ja hier, wollen mindestens das Hartz-IV-Niveau erreichen und nicht trotz Arbeit schlechter dran sein als ein Hartz-IV-Zustand.
Ist ja auch normal. Wenn ich arbeite, möchte ich auch mehr verdienen. Dann würde das bedeuten, mal 2,5 oder mal 3 würde man mindestens in diesem Range liegen müssen, damit man dieses Niveau halten kann als vierköpfige Familie, theoretisch das Lebensniveau. Ja? Und dann ist klar, dass man sich auch einschränken muss, weil wenn man hier 4.000 Euro Ausgaben zu 2.000 Euro gegenstellt, dann ist das schon ein Unterschied. Also es wäre natürlich ein anderer Lebensstil, er wäre natürlich dann nicht mehr so üppig. Und jetzt nehmen wir diesen Range, das ist der Umsatz, den man erreichen müsste, damit man das Hartz-IV-Niveau als Familie hält. Das ist der Moment, wo wahrscheinlich der ein oder andere rechnet, oder? Jetzt mal überlegt, was habe ich im letzten Jahr verdient? Was habe ich im Jahr davor verdient? Was war mein Umsatz? Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, ihr kennt eure Zahlen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr da drüber oder drunter liegt. Ja, ich weiß, es ist ziemlich harter Tobak, aber das ist in vielen Branchen leider die bittere Wirklichkeit. Freiberufliche Stundensätze unter 50 Euro oder Tagesgagen unter 600 Euro sind finanzieller Selbstmord und der sichere Weg in die Altersarmut. Wenn du jetzt allerdings spezielle Fragen hast, die dich und deine Situation betreffen, ja, die du mir gerne direkt und vertraulich stellen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne machen. Schick mir über den Link unter dem Video einfach eine Terminanfrage und dann sprechen wir eine Stunde ausführlich über deine wirtschaftliche Situation und alle Fragen, die dir auf dem Herzen brennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir, wie vielen anderen Kollegen auch, weiterhelfen kann und auch dabei helfen kann, eine krisenfeste Selbstständigkeit aufzubauen, von der du auch in Zukunft noch leben kannst und auch deine Träume erfüllen kannst. Ja, zum zweiten Teil meines Vortrags geht es übrigens hier oben.